Hi ho, yay, hallo und herzlich willkommen meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu einem neuen Projekt, oder besser gesagt erst einmal zum Auftakt eines neuen Projektes, auf das ich mich schon riesig freue. Wie man sehen kann, spielen wir Pillars of Eternity 2 Deadfire, beziehungsweise fangen jetzt erstmal damit an. Ja, leider konnte ich euch dieses Mal den Vorspann nicht richtig zeigen, also nur die Macher-Logos und so weiter, weil irgendwie funktioniert das Ganze nicht ganz richtig. Ich hoffe aber, dass der Rest des Spiels funktioniert. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in Optionen rein. Da war ich kurz vorhin drin und habe den Ton mal runtergestellt. Und fangen mal an, ein paar Sachen zu machen. Zum Beispiel auf Feind gesichtet stellen, Fallen entdecken, also automatische Pause anstellen. Charakter verletzt. Na, niedrige Ausdauer ist besser. Waffe unwirksam, verstecktes Objekt gefunden. Ist auf jeden Fall wichtig. Gefechtszeit brauchen wir nicht. Charakter getroffen. Auf Gruppenmitglied zentrieren wäre noch nicht schlecht. Und bei Feind gesichtet stoppen wir. So, Grafik bleibt alles erstmal so, wie es ist. Ton ist eingestellt. Die Pillars of Eternity 1 Statistiken hier unten, das lasse ich mal in Ruhe. So, sondern lass alles mal jetzt so, wie es ist. Wir spielen wieder in Deutsch. Hoffen, dass wie bei Tyranny die Lokalisierung jetzt besser ist als im ersten Teil. Und würde sagen, wir starten in ein neues Spiel. Ja, ich habe aus Tyranny mittlerweile gelernt und sage, wir spielen auf Normal. Weil ich habe den ersten Teil und Tyranny auf Schwer gespielt das erste Mal. Und bin ja jetzt zurzeit dabei, ein Let's Play, also eine zweite Staffel vom ersten Teil zu machen, auch auf Normal. Ja, hier drüben steht, nicht zu empfehlen für Spiele, die zum ersten Mal gruppenbasierte Echtzeit-RPGs spielen. Also ja, normal ist selbst für Anfänger schwer. Deswegen einfach, Märchenstunde brauchen wir nicht und Vaterverdammten erst recht nicht. Wir schalten aber wieder den Expertenmodus ein. Nur nach oben anpassen. 10 werden nur ihre Stufe nach oben anpassen, um mit Spielern mitzuhalten, die auf einer höheren Stufe als beabsichtigt ankommen. Stufen werden nie nach unten hineingepasst. Achso, Skalierungsstufen. Die Stufenanpassung sorgt dafür, dass Spieler stets eine Herausforderung haben, wenn sie das Todesfeuer erforschen. Wenn aktiviert, passen Feinde in einer Szene ihren Auf- und Abstieg der Stufe je nach der Stufe des Charakters des Spielers relativ zur beabsichtigten Stufe für die Szene an. Nur kritischer Fahrten lassen wir mal keine, dass wir alles standardmäßig haben. Also wenn wir leichteren Feinden begegnen, dass sie einfach leichter sind und nicht hochskaliert werden. Und dann wage ich mal Spiel beginnen und gucken wir mal, was passiert. Obsidian Entertainment Presents Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, das Todesfeuer-Archipel. Das ist der Ort, an dem wir uns dieses Mal begeben. Und dann gucken wir mal. Was so auf uns zukommt. Aeora. A world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel. The cycle of reincarnation watched over by the gods and made possible through pillars of a mystical substance known as Audra. 5 years ago, you traveled from your home to the Deerwood, a nation that had waged war against the incarnated God of Light
Aethys, resulting in his destruction. The country suffered from a plague of Hollowborn, infants born without souls, that many believed was punishment for killing a god. In an ancient, secluded ruin, you witnessed a secret ritual that inadvertently transformed you into a Watcher. One who can see and speak with souls. The ritual also gave you horrible visions, waking nightmares of a past life that threatened your sanity. To put them to rest, you pursued the man who had led the ritual, a seemingly immortal agent of the gods, known as Theos Ix Arcanon. With divine assistance, you confronted and defeated Theos, ending your visions and resolving the Hollowborn crisis. In so doing, you also learned the great secret that Theos had protected. That the ancient empire of Angwith had transformed themselves into gods. Your visions finally put to rest, you retired to the castle of Cadnua, built atop a massive statue of pure Audra, where you ruled in relative peace and prosperity. Was ich... Ah, ich rede nachher weiter, das Intro will ich nicht stören. Made a nice story. You fixing up that old keep? Lifting the curse? Must have told it 100 times. But something got to gnawing at me. Thinking the spirits there weren't really at rest. But maybe the gods weren't finished with us. God came back. He would forgive us. Last the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up. So you wake to a sleepless world, the in-between of life and death. Follow your memories. You have been here before. Okay, ich kann mich schon bewegen. Charaktererstellung auf neue Art und Weise. So, jetzt nachdem das geile Intro fertig ist, und ich fand's wirklich geil. Also erstmal der Rückblick, was passiert ist. Und dann Eddas Aussage in dieser Cutscene. Also ja, das war Eddas Stimme. Und ja, was ich noch sagen wollte, was ich gehört habe, ist, dass Pillars of Eternity 2 vollkommen vertont sein soll. Das finde ich jetzt auf der einen Seite cool, wenn es so ist. Auf der anderen Seite wird das für das Let's Play ein bisschen furchtbar. Weil Dialoge noch länger in die Länge gezogen werden, wenn ich alles nochmal vorlese auf Deutsch. Aber das werden wir sehen, wie wir das machen. You have seen past the shroud. You are a watcher now, and the watcher you will stay. Die Zwergin aus Goldtal. Also die wir am mit der wir am Baum geredet haben. A watcher. Sees souls, knows their pasts, and the souls see them back. Das war Meerwold. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. Das ist unsere Steward gewesen.
die unsere Ketten was a god a higher power a rewarder of good deeds and punisher of the wicked Theos mit seinen Voidika Predigten The gods aren't real but something else entirely something created by people Muss ich mich jetzt schämen, dass ich ihren Namen vergessen habe. Sie spielt auch eine wichtige Rolle. Sie war nämlich Taos größter Widersacher. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand, that their comprehension is beyond you? Ich glaube, meine Frage damals, also ja, es drehte sich im ersten Teil alles um eine Frage. Let the world see. Let them decide what to do. War wohl, was die Götter sind. The wheel has turned again, Watcher. Come. Okay, werden wir gerade wiedergeboren. Oh cool, da unten das Ladezeichen ist das Symbol von Eotas. Ich weiß nicht, muss ich mir eigentlich gerade Sorgen drüber machen, dass wir außer dem Ladesymbol keinen Loading Screen haben? An aged dwarf shares this strange floating platform with you. His face is creased by so many wrinkles that his features lie buried amid shadowy pockets of skin. Still, the dwarf's well-practiced habits have left telltale tracks of a welcoming rictus across his visage. Okay. Es ist wirklich alles vertont, also die Erzählerin erzählt alles. Ein alter Zwerg teilt sich diese seltsame, schwimmende Plattform mit dir. Sein Gesicht ist von vielen Falten übersät, dass sich seine Gesichtszüge nur grob erahnen lassen. Zusammen haben die althergebrachten Gewohnheiten des Zwerges eindeutige Spuren herzlicher Züge in seinem Gesicht hinterlassen. You can see his smile coming before it blooms. Reshaping the dwarf's face from a hanging sack of flesh into something resembling an oddly carved merry gourd, replete with unhealthy bumps and discolored splotches. Du kannst dein Lächeln kommen sehen, bevor es aufblüht. Es transformiert das Gesicht des Zwerges von einem hängenden Sack Fleisch zu etwas, das wie ein komisch geschnitzter Kürbis mit reichlich ungesunden Beulen von verfärbten Flecken aussieht. Okay, wir können gehen. The creases of the dwarf's face tighten into a smile as he gives you a courteous nod. Die Falten im Gesicht des Zwerges, ja, das können wir leider nicht lesen und wir haben nichts zum Nachgucken. Also müssen wir weitergehen. Sit. Please. Setz dich bitte. Okay, da ist eine Wahrsagerin. Wahrscheinlich geht es jetzt darum, unsere Vergangenheit zusammenzubasteln. Thank you for joining us, Watcher of Cadnua. Der bleiche Ritter. The seated at the table is clad in time-worn black armor that seems too massive for her to move in. Das ist eine von Berats beiden, eine von Berats Aspekten. Also eigentlich, der bleiche Ritter müsste für die Wiedergeburt stehen. Danke für eure Begleitung, Wächter von Ketnua. Die Hake am Tisch sitzende Frau ist mit einer im Laufe der Zeit abgenutzten schwarzen Rüstung bekleidet, die zu groß erscheint, als dass sie sich darin bewegen könnte. A pale, slender neck rises from the gorget, topped by a hollow face. The milky skin stretched across it is delicate and translucent, like parchment that has been scraped clean too many times. Dann ist er wohl der, andere Aspekte, Todesaspekte. Ein blasser, schmaler Nacken erhebt sich über dem Ringkragen. Auf ihm ruht ein eingefallenes Gesicht. Die milchige Haut spannt sich darüber, ist aber zart und durchscheinend wie Pergament, das so oft abgeschabt wurde. She is preoccupied with the arrangement of cards on the table between you. With each movement, her armor squeaks and groans, as though bearing an incredible weight. She places a final card, gives a nod of satisfaction. And raises her eyes to meet yours.
Sie ist mit den angeordneten Karren auf dem Tisch zwischen euch beschäftigt. Bei jeder Bewegung quietscht und knarrt ihre Rüstung, als würde ein ungeheuer großes Gewicht darauf lasten. Sie legt eine letzte Karte ab, nickt einmal zufrieden und hebt ihre Augen, deren Blick sich mit deinem trifft. Your brush with the divine has drained you of your powers, fractured your memories. Look upon these cards. They represent the courses of your life. You alone know best how they flowed. Deine Begegnung mit dem Göttlichen hat dich deiner Kräfte entledigt, deine Erinnerungen zerbrochen. Sieh dir diese Karten an, sie repräsentieren die Ströme deines Lebens. Du allein weißt am besten, wie sie geflossen sind. Arrangiere sie so, damit sie zu dem passen, an das du dich erinnerst. Prüfe die Karten, um dein Vermächtnis auszuwählen. Okay, wir importieren jetzt erstmal den POE1-Speicherstand und da können wir nur Hagrim importieren. Gut, da wir ja Aerie noch nicht durchgespielt haben. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen das. Weil wenn, dann könnte ich das den zweiten Teil auch zweimal durchspielen, je nachdem, wie viel Spaß er mir macht. Also laden wir den. Does everything appear to be in order? Scheint es so, als wäre alles in Ordnung. Nein, so ist das nicht passiert. Lesen wir mal kurz den Text. Wähle aus, welche Geschichte während Pillars of Eternity stattfand, oder wähle eine Spielendesicherung von Pillars of Eternity aus, um diese zu importieren. Wenn du eine eigene Geschichte erstellen möchtest, kannst du das im Hauptmenü in den Einstellungen machen. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Spielendesicherung von Pillars of Eternity zu finden, solltest du überprüfen, ob deine Datei Game Complete Safe Game im richtigen Sicherungsordner des Spiels ist. Ah ja. Nein, wir nehmen Hagrim. Weil wir haben da diese Entscheidung getroffen und ich möchte Hagrim eigentlich weiterspielen. Weil ich stehe eigentlich zu allem, was ich im ersten Teil mit Hagrim gemacht habe, auch wenn ich es teilweise verbockt habe, wie man am Ende gesehen hat. Zum Beispiel habe ich den Erbhügel nicht retten können. Der ist wieder von Untoten heimgesucht worden. Das hoffe ich mit Aerie besser machen zu können und dass wir dann hier ein besseres Ending, also ein besseres, was anderes halt kriegen. Deswegen lade ich mal Hagrim. Does everything appear to be in order? Ja. Good. Welcome to the beyond. I am Bereth. One half anyway. She points a finger in the direction of the dwarf who led you here. Though the movement is slight, her gauntlet squeaks like a rusty hinge. Gut, willkommen im Jenseits. Ich bin Bera, zumindest eine Hälfte. Sie zeigt mit einem Finger in die Richtung des Zwerges, der dich hierher geführt hat. Auch wenn die Bewegung geringfügig war, so quietscht ihr Handschuh wie ein rostiges Scharnier. The dwarf's rictus returns as he nods in the woman's direction. Der Rictus des Zwergs kehrt zurück, als er in Richtung der Frau nickt. The gods offered you boons in exchange for resolving the Hollowborn crisis. What did you do with the souls? Die Götter bieten dir Segen im Austausch dafür an, dass du die Krise der Hohlgeborenen löst. Du hast geschworen zu helfen. Bera, die Seen zum Rat zurückbringen. Was hast du mit den Seen gemacht? Ja, das hier wird wahrscheinlich wirklich... oh ja, cool, der Mouseover mit den Informationen. Der Paladin oder der Totengräber, also ist das, also der bleiche Paladin und der Totengräber. Ich hatte ja mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, also nachdem ich im ersten Teil mit den Göttern da einen Pakt geschlossen habe, dass ich mich für einen Gott entscheiden musste und die Seelen, die Vodica eingesackt hat, dass ich mit denen etwas machen sollte. Hier steht wahrscheinlich, dass ich sie zu, was ich wirklich getan habe mit Hagrim. Und hier könnte ich auswählen, was ich, also noch ein bisschen anpassen, welchen damit nicht zufrieden war. Aber ich, wie ich gesagt habe, ich stehe dazu, was ich gemacht habe. Wobei, wir können es mal kurz durchgehen. Das war, Berat. Das war, glaube ich, wie heißt der Gott der Wildtiere? Also ich glaube, das war
Margwen, die war ja im Bund mit dem Schmiedegott da, dem Golem, dessen Namen ich vergessen habe, mittlerweile schon wieder. Und auch Gallowayne, genau, im Bund mit Gallowayne, das war die Variante. Die sehen aufgelöst, das habe ich damals total vermasselt. Das war nämlich der einzige Gott, den ich nicht auf meine Seite gekriegt habe. Das habe ich vergessen. Ach, ich nehme einfach die Seen zum Rat zurückgebracht. Sag mir, erinnerst du dich daran, als wir uns das letzte Mal getroffen haben? Ja, in der Sternhalle in Zwillingsraum. Ich denke schon, ich habe mir versprochen, eure Bitte im Austausch gegen eure Hilfe nachzukommen. Ich erinnere mich nicht. Auch weiterhin schweigen. Ja, in der Sternhalle in Zwillingsraum. You prayed for my help in reaching Theos, beyond the court of penitence, and pledged yourself to me. Du hast im Gebet um Hilfe ersucht, um Taos hinter dem Hof der Büßer zu erreichen und willst dich in meine Dienste stellen. And though you could have broken your pledge when you defeated Theos at Sun and Shadow, you did not. Admirable. Und auch wenn du dein Versprechen hättest brechen können, als du Taos in Sonne im Schatten besiegt hast, hast du es nicht getan. Bewundernswert. She delicately places a card on the table. A bell in a tower. Her fingertips slowly drag away from the card. Faintly creaking as they retreat across the table. Sie legt ganz sanft eine Karte auf den Tisch ab. Man sieht eine Glocke in einem Turm. Ihre Fingerspitzen werden langsam von der Karte weggezogen. Sie knarren leicht, als sie sich über den Tisch zurückziehen. You had need of the gods once before. Now it seems we have need of you. Du bedurftest der Götter bereits einmal. Jetzt benötigen wir dich anscheinend. The being that occupied Odnua's statue beneath your castle was the dead god, Aethys. Of this we are certain. What we do not know is what his intentions are. Das Wesen, das Odnuras Statue unterhalb deiner Burg eingenommen hatte, war der tote Gott Aethys. Wir sind uns dessen sicher. Was wir nicht wissen, ist, welche Absicht er verfolgt. Though Aethys stole a large fragment of your soul, you were strong enough to survive the onslaught and enter the in-between. Auch wenn Aethys einen Großteil deiner Seelenenergie abgeleitet hat, warst du stark genug, dem Ansturm standzuhalten und das Zwischenreich zu betreten. You and he are still connected. He has chosen a body made of living Audra, perfused with the power of thousands of souls, including yours. It should be little difficulty for an experienced watcher to find him. Du und er sind immer noch verbunden. Er hat einen Körper gewählt, der aus lebendigem Adra besteht, die mit der Kraft tausender Seelen durchwachsen ist, inklusive der Dein. Es sollte einem erfahrenen Wächter keine große Schwierigkeiten machen, ihn zu finden. Bin ich tot? Warum machst du es nicht selbst? Ich gehe nie wieder in die Nähe dieses Dings. Bin ich tot? No. But neither is your body truly alive. Your lungs draw breath, your heart pumps blood, but your flesh is as soulless as a hollowborn. That is, until I return you. Nein, aber dein Körper ist auch nicht wirklich lebendig. Deine Lungen füllen sich mit Luft, dein Herz pumpt Blut durch deine Adern, aber dein Fleisch ist so seelenlos wie ein Hohlgeborener. Das heißt, bis ich dich zurückbringe. Also wir konnten unsere Seele wohl gerade noch so ins Zwischenreich retten und wurden nicht von Weitwen, Amokläufer, Riesenstatue einverleibt. She delicately places a card upright on the table. The art depicts souls flowing out of a pillar of Audra. Sie platziert mit sanfter Hand eine Karte aufrecht auf den Tisch. Das Bild zeigt Seen, die aus einer Adra-Säule fließen. Nur ich möchte ihn so sehr wie du finden. Er hat meine Burg zerstört und wer weiß, wie viele Menschen ringsherum getötet. Ich habe genug davon, mit den Göttern zu tun zu haben, mit den bleiernen Schlüsseln, mit euch allen. Warum sollte mich das alles kümmern? Dann mal ran an den Speck. Es ist mir egal, wie viel du mich bedrohst, ich tue das nicht. Ja, ich denke mal, ich habe schon nachgelesen. Es gibt eine Möglichkeit, das Spiel in 20 Minuten zu beenden, indem ich einfach irgendwie sage, ich habe keinen Bock. Aber das möchte ich jetzt nicht machen. Ich nehme einfach mal das Erste. It is my business to know. 322 in Cadnua and your surrounding lands. Ich weiß, es ist mein Geschäft, das zu wissen. 322 in Ketnur und deinem umliegenden Landen. Wow, das sind schon viele. Their souls remain in Aethys still. You have the power to save them. Serve me and I will return you to your body. Or don't and return to the wheel.
Ihre Seelen verbleiben noch in Eotas. Du hast die Macht, sie zu retten. Diene mir und ich werde dich in deinen Körper zurückschicken. Oder tu es nicht und kehre zum Rat zurück. Dann mal ran an den Speck. Gut. Before you return to Aeora as my herald, you must remember who you were. The last whisper of life in death. For a moment, the sockets of her eyes darken, leaving the pits of a death's head gazing out at you. Bevor du nach Aeora als mein Hero zurückkehrst, musst du dich erinnern, wer du warst, an das letzte Wispern des Lebens im Tod. Einen Moment lang verdunkeln sich ihre Augenhöhlen. Es sieht so aus, als würden dich die Löcher eines Totenkopfs ansehen. When you can picture your own face, the beyond will lead you back to your own kind, to the world of mortals. Wenn du dir dein eigenes Gesicht vorstellen kannst, wird dich das Jenseits zurück zu deinen Leuten führen, zur Welt der Sterblichen. Dialog beenden. Ah, Charakterentstellung. Also wir waren männlich. Geschlecht wäre männlich. Wir waren ein Zwerg, auf jeden Fall. Und ja, die Grafik hat sich auf jeden Fall verbessert, muss ich sagen. Ein Zwerg. Rüstig und... Also wir haben Gebirgszwerge und wir haben Nordzwerge. Bergzwerge sind die Rasse, die auf Aeora am weitesten gereist ist. Während ihrer unglaublichen Reise waren sie den verschiedensten tödlichen Gefahren ausgesetzt. Das verschaffte ihnen Widerstandskraft gegen Verfassungswirkung. Und Nordzwerge, viele Generationen vor Streit haben den Nordzwergen eine erhöhte Chance verschafft, ihnen leichte Treffer zu versetzen, statt sie zu verfehlen. Achso, ich kann Schleime, Pilze und Pflanzen, Ogers, Gulder, Trolle, Vitax und Zaurips kann ich eher leicht treffen, als sie verfehlen. Na, dann nehme ich mal Nordzwerge, das klingt gut. Die meisten Nordzwerge leben auf der abgeschiedenen südlichen Insel von Nasitak, wo sie die felsige Tundra und die schneebedeckten Wälder mit den eingewanderten Bleichelfen und den küstenerfahrenen Schiffen der Mamauna teilen. Wir nördlichen Vertreter teilen die Enotanik eine instinktive Liebe für Erkundung. Nordzwerge begegnet man häufiger im ewigen Weiß oder in den südlichen Gebieten des Todesfeuers. In anderen Ländern trifft man sie jedoch nur selten an. Ja gut. Multiklasse. Möchtest du eine Einzel- oder Multiklasse erstellen? Einzelklasse-Charaktere sind voll und ganz auf ihre Klasse konzentriert. Sie erhalten einen schnelleren Zugang zu ihren Machtstufen. Multiklasse-Charaktere können Kräfte aus zwei Klassen auswählen, aber erhalten erst später Zugriff auf höhere Klassenstufen und können nicht auf die höchsten Kräfte der jeweiligen Klasse zugreifen. Multiklasse-Charaktere werden nicht für neue Spiele empfohlen. Gucken wir mal kurz Multiklasse. Unterklassen? Okay. Ich will mal ganz kurz durchgucken, wie das aussieht. Ah, krass. Da sieht man hier, wenn man die zweite Klasse dann auswählt. Okay, okay, okay. Zurück, zurück, zurück. Gehen wir nochmal auf Multiklasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel Paladin auswähle. Wieder meine Schildträger. Eingeschworener Feind. Flammen der Hingabe. So, und jetzt eine zweite Klasse. Da sieht man hier wirklich, was für eine neue Klasse ich daraus erstelle aus der Klassenkombination. Das ist echt cool. Aber, nee. Das hebe ich mir für Eri auf. Ich mache Hagrim, wie er war, ein Waldläufer. Alchemie, Bluff, Diplomatie. Fähigkeitenbaum. Boah, das sieht ja richtig geil aus, ey. Also ja, richtig gehypt gerade. Das ist Stufe 1 hier. Und das hier ist Stufe 19. Ah ja. Das macht schon mal sehr viel aus. Okay, dann Fähigkeitenbaum. Unterklasse. Wenn du Unterklasse auswählst, erhältst du weder zusätzliche Klassenboni noch Abzüge.
Achso, wenn ich keine auswähle. Geister, also Geisterherz. Geisterherzen sind Waldläufer, die den tierischen Gefährten verstorben, aber im Zwischenraum geblieben sind, um als Geister ihrem Meister zu dienen. Geisterherzen können im Kampf für eine begrenzte Zeit ihren Gefährten beschwören. Immun gegen verbundene Trauer, also wenn das Tier stirbt. Und der tierische Gefährte ist immun gegen Angriffsbindung. Muss den tierischen Gefährten während dem Kampf aktiv beschwören. Mhm. Der tierische Gefährte wird als Geist angesehen. Und kann nicht geheilt werden. Nee. Scharfschütze. Bonus auf Umwandlung von Treffern zu kritischen Treffern bei Angriffen auf Ziele, die mehr als 4 Meter entfernt sind. Bonus auf Durchschlagskraft bei Angriffen auf Ziele, die weniger als 4 Meter entfernt sind. Verlangsamte Ruhezeit, verringerte Abwehr. Ist auch nicht so prickelnd. Der Verfolger und sein Gefährte erhalten einen Bonus auf Abwehr und Rüstungswert, wenn sie nicht mehr als 4 Meter voneinander entfernt sind. Verfolger verfügen über überaus starke Bindung. Ach, der Verfolger und sein Gefährte, also mein Tier. Nee, auch nicht so wirklich. Vielleicht Scharfschütze. Verlangsamt der Erholungszeit. Scharfschützen konzentrieren sich einzig auf den Fernkampf und verlassen sich für die Verteidigung auf ihren tierischen Gefährten. Ihre Durchschlagskraft und Genauigkeit mit Fernkampfwaffen sind überlegen, aber sie brauchen mehr Zeit, sich nach einem Angriff zu erholen und haben schlechte Abwehr. Ne, wir machen mal keine Unterklasse fürs erste Mal. So, ich kann mir einen Gefährten auswählen. Wolfsgefährten richten auf natürliche Art mehr Schaden mit ihren Angriffen an. Ja, und den Text hier, ob ich den vorlesen sollte. Hirsche schädigen auf natürliche Art alle Feinde rings um ihr Ziel, wenn sie einen kritischen Treffer erzielen. Löwengefährten besitzen eine natürliche schnellere Aktionsgeschwindigkeit. Bärengefährten haben einen ungewöhnlich hohen Rüstungswert, was ihnen außergewöhnlichen Schutz gegen die meisten Schadensarten verleiht. Antilopengefährten besitzen von Natur aus überlegenere Verteidigungen und Keiler. Keiner regeneriert langsam Gesundheit. Also Wolf oder Bär? Ja, machen wir wieder mal Wolf. Also mehr auf Schaden getrimmt. Alle Waldläufer bilden eine starke spirituelle Bindung mit einer einzigen Kreatur im tierischen Gefährten. Diese Bindung erlaubt es Waldläufern und ihren Gefährten Angriffe zu koordinieren und ihre Beute wirksam zu besiegen. In den meisten Situationen greift der Waldläufer aus der Ferne an, während ihm der Gefährte den Rücken frei hält. Trotz dieser Vorteile hat diese Beziehung auch Risiken. Waldläufer sind buchstäblich bis ans Ende mit ihrem tierischen Gefährten verbunden. Wenn einer verwundet ist, kann der andere es wahrnehmen und tiefen emotionalen Schmerz spüren. Wenn ein Waldläufer oder ein tierischer Gefährte bewusstlos geschlagen wird, erleidet der Partner verbundene Trauer, was Genauigkeit und andere Werte beeinträchtigt, bis der besiegte Verbündete wiederbelebt wird. Wenn jemals ein Waldläufer getötet wird, stirbt der tierische Gefährte sofort aus Trauer. Okay, wir haben also scheinbar wieder dieselbe Sache wie sonst. Immer markierte Beute. Genauigkeit, Schaden. Oder verwundeter Schuss. Nehmen wir wieder verwundeten Schuss, wie immer. Name des tierischen Gefährten. Ich glaube, wir hatten Fenrir damals. Oder war es Fenris? Ah, nehmen wir Fenrir. So, Punkte verteilen. So, gehen wir erstmal mit allem auf 10. Entschlossenheit, das hätte ich gerne auf 16. Macht. Gewandtheit, Verfassung, Ausdauer und Gesundheit. Also ja, Verfassung hätte ich auch gerne mal ein paar Punkte mehr. Wahrnehmung.
Genauigkeit und Reflexe. Gewandtheit, Aktionsgeschwindigkeit und Reflexe. Da packen wir mal da was rein. Am besten so. Nee. Gleichen wir das beides mal aus. Und ich glaube, Verfassung gehe ich auch einen Punkt runter. So, machen wir das mal so. Also Entschlossenheit hätte ich gerne höher. Weiter. Woher stammst du? Das war das ewige Weiß, das weiß ich noch. Das heißt, wir haben einen Wahrnehmungspunkt, der kommt mal. Machen wir es so. Da ist das alles ausgeglichen. Und da sind wir mal gespannt. Das ewige Weiß, ein Wahrnehmungspunkt. Das hatten wir nämlich damals. Als große gerissene Fläche Polareis ist das ewige Weiß Heimat der Bleichhelfen und kleiner Kolonien von kühnen Deckern. Ausgeschossenen Abenteuern und so weiter. Ich war Arbeiter, ich war Schmied. Das gibt plus 2 Athletik. So, verfügbare Waffen. Oh, Waffen. Sachen gibt es jetzt auch. Waffenkunde. Nett. Kriegsbogen überziehen. Jagdbogen rascher Schuss. Armbrust unterbrechender Schuss. Arbaläst überwältigender Schuss. Akebuse, Donnerbüchse, Pistole. Ich hätte gern die Akebuse. Weitaus präzisere Angriffe. Es gibt keinen Abzug beim Einsatz einer Waffe, über deren Waffenschwerpunkt der Charakter nicht verfügt. Schwerpunkt in einer Waffe oder einem Schild gewährt Zugang zu einer modalen Fähigkeit in Verbindung mit dem jeweiligen Objekttyp. Diese Fähigkeiten sind situationsgebunden und können je nach dem taktischen Anforderung des Kampfes aktiviert oder deaktiviert werden. Ja, da hätte ich gern Akebuse und Arbalest, weil wir ja Fernkämpfer sind. Die Wand. Der Charakter zieht sorgfältig mit der Arbaleste, damit sie wirkungsvoll wie möglich trifft. Getroffene Ziele werden niedergeschlagen. Mhm. Ja gut, dann nehmen wir die beiden Sachen. Individualisierung. Das war Hagrim. So, Kleidungsfarben. Primär, sekundär, Haut. Ein bisschen heller und... Primär und sekundär, ja, schwarzhaarig. Klamotten färben wir mal blau und silber ein, so. Kopf. Nehmen wir den Kopf, die Haare. Hm. Nö, nicht so die langen Haare. Das sieht auch nicht so toll aus. Nö, bleiben wir hier bei Gesichtsbehaarung hier doch. Nö, der Bart. Der Bart sieht gut aus. Stimme. Ja! Show him how it's done. Vox Machina Grog. This is my favorite part. Take him down. Keeping quiet, yeah? Let us end this. Silence, sir. They'll never know I'm here. Mm-hmm. Nehmen wir gütig. Hm? Pose. Heroisch. Gebückt. Grauenhaft. Frech. Stoisch. Mürrisch. Durchschnitt. Heroisch. Stoisch klingt gut. Okay. Name ist natürlich Hagrim. Jo. Energiequelle, Bindung, Nordzwerg, ewiges Weiß, Gesundheit. Ja.
Go forth now, Watcher, as my herald. Know that I do not give you this title lightly. When the time comes, you will have the power to reveal the souls that cling to you. To open the gateway from the in-between to the waking world. Ziehe aus, Wächter, als mein Herold. Sei dir bewusst, dass ich dir diesen Titel nicht leichtfertig überreiche. Wenn die Zeit kommt, wirst du die Macht haben, die Seelen zu enthüllen, die an dir hängen, um den Zugang vom Zwischenreich zur wachenden Welt zu öffnen. Find Aethys. Learn his plans. When I have cause to talk to you, I will summon you. Finde Eotas, erfahre mehr über seine Pläne. Wenn ich einen Grund habe, mit dir zu sprechen, werde ich dich rufen. With a quick gesture of her hand, you feel a sharp pain in what would be your chest. The pain continues, intruding deeper into your soul. Looking down, you see a small lump of darkness roiling within you. The darkness lingers there, but the pain abates and fades entirely within the span of a few seconds. Durch eine schnelle Handbewegung ihrerseits fühlst du einen stechenden Schmerz dort, wo eigentlich deine Brust wäre. Der Schmerz hält an und dringt tiefer in deine Seele ein. Du richtest deinen Blick nach unten und siehst, wie ein kleiner Klumpen Dunkelheit in dir rollt. Die Dunkelheit verharrt dort, der Schmerz lässt jedoch nach und verschwindet nach einigen Sekunden ganz. A chime. Do not fear, Harold. It will not harm you unless you choose to cross me. I trust it will not come to that. Her gauntleted hand gestures to the dwarf, hovering nearby. Da ist wohl ein Anführungszeichen falsch. Der bleiche Ritter, ein Glockenton. Fürchte dich nicht, Herold. Es wird dich nicht verletzen, sofern du dich nicht entschließt, meine Pläne zu durchkreuzen. Ich vertraue darauf, dass es nicht so weit kommt. Ihre behandschuhte Hand winkt dem Zwerg, der in der Nähe wartet. Der Dwarf nods, contorts his face with his odd smile, and gestures to a new door. Der Zwerg nickt und weist zu einer neuen Tür hin, als sein seltsames Lächeln sein Gesicht verzerrt. So, Fenrir folgt mir. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Also bis jetzt finde ich das Spiel ganz cool. Hey, Edda. Du bist doch Edda, oder? Das ist mein echter Fenrir. Das bin ich, hä? Jo. Und das ist Edda. The return to your body feels like waking after a fitful drunken sleep. The rocking of the ship sends pain jolting through your limbs. Crashing waves hammer inside your skull. Die Rückkehr in deinen Körper fühlt sich an wie das Erwachen nach einem unruhigen, betrunkenen Schlaf. Bei Schauung des Schiffs durchzogen stechende Schmerzen deine Glieder. Die krachenden Wellen hämmern in deinem Schädel. Der watches over your body with a glazed look, taking long, even tokes from his pipe. At the first movement of your chest, he starts. His gasp, mid-puff, sends him coughing and straining for breath. Edda wacht mit glasigem Blick über deinen Körper und nimmt lange gleichmäßige Züge aus seiner Pfeife. Als seine Brust sich zu heben und senkt, beginnt, zuckt er vor Schreck zusammen. Das passiert mitten im Zug aus seiner Pfeife. Er hustet und schnappt nach Luft. Oh, there's no way. You're awake. What are you doing awake? Nee, das gibt's ja nicht. Du bist wach. Was machst du denn wach? Ja, Edda. How are you feeling? Wie fühlst du dich? Wer bist du? Eben, ich habe starke Schmerzen. Schwach, aber das geht sicher vorüber. Ich habe starke Schmerzen. Das might been slapping you a little harder each day, trying to wake you. Das ist vielleicht meine Schuld. Ich habe dir jeden Tag eine stärkere Ohrfeige gegeben, um dich endlich aufzuwecken. I never dreamed it'd work. Adair stares with disbelief at what would likely be his slapping hand, examining both sides. He shrugs.
Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass das funktioniert. In der Stadt unglaublich auf Vorder- und Rückseite der Hand, die wahrscheinlich die Ohrfeigen verteilt hat. Er zuckt mit den Schultern. Well, you owe me. Tja, du schuldest mir wohl eine. I hate to cast a pall over your recovery, but I'm afraid I have some bad news for you. Der Hüter. Sie ist auch hier. Ich trübe ungern die Freude über ihre Erholung, doch ich habe leider schlechte Neuigkeiten. The voice echoes from inside the bust. The remains of the steward of Cad Nua. Die Stimme kommt aus dem Inneren der Büste, die Überreste der Burgwirtin von Cad Nua. Cad Nua has been destroyed. Aethys possessed the statue of Maros Nua and rose from the ground, consuming the souls of all nearby. Cad Nua wurde zerstört. Aethys ergriff von der Statue von Maros Nua Besitz, erhob sich aus der Erde und verschlang alle Seelen rundherum. It is only by the exceptional strength of your soul that you survived. And even then, just barely. Nur aufgrund der außergewöhnlichen Stärke ihrer Seele haben sie überhaupt überlebt, und selbst das nur knapp. The further Aethys withdrew, the weaker you became. We chartered this ship and followed him to the Deadfire Archipelago. Je weiter sich Aethys entfernte, desto schwächer wurden sie. Wir haben dieses Schiff angehört und sind ihm zum Todesfeuer-Archipel gefolgt. I know not how, but it seems he has retained a piece of your soul. And proximity to it has brought you back. Ich weiß nicht wie, aber es scheint, dass er einen Teil ihrer Seele behalten hat und die Nähe dazu brachte sie zurück. Ich weiß. You know all that? You've been faking on us. He pokes at your shoulder with one finger. Wie konntest du das alles wissen? Hast du uns nur etwas vorgespielt? Er piekst seine Schulter mit einem Finger. Dialog beenden. Misfortune's brewing topside with Magrans fires the captain stirs. An older man with ale sour breath rubs his bloodshot eyes and stares at you. Auf Deck braut sich Unheil zusammen, wie bei Magrans Feuer der Captain ist wach. Ein älterer Mann mit saurem Bieratem reibt sich seine geröteten Augen und starrt dich an. Engrim, the smell of drink on your breath could wake the very dead. Now what's this about? Engrim, der gestandene Alkohol in deinem Atem könnte Tote wecken. Worum geht's hier überhaupt? Pirates! They're demanding parley with you, Captain! Piraten, sie wollen mit dir sprechen, Captain. I know this is asking a lot, but you better arm yourself and get on deck. Should be some gear in there. He indicates a nearby wardrobe. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, aber du solltest dich besser bewaffnen und an Deck gehen. Da drin müsste Ausrüstung sein. Er zeigt auf einen nahen Kleiderschrank. Okay. Wir haben nur Gesundheit. Das heißt, wir... Okay, das ist cool. Wir haben nur Gesundheit. Wir haben keine Ausdauer mehr. Das heißt, wir sterben, wenn wir tot sind. Wie es so schön heißt. Rasten oder warten. Schiffsverwaltung. Das ist alles erstmal territär. Cool, wir haben das, was wir am Anfang ausgewählt haben. Eine Arkebuse, eine Arbalest. Eine Kettenrüstung. Oh, neue Werte. Basisrüstungswert 7, später gefriert, Erholungsgeschwindigkeit. Berat schwarze Glocke. Ah, das gucken wir uns später an. Und wir haben natürlich verschiedenes Geld. Kupferstück. Diese Dürferfährung ist passend aus dem Umlauf, kommt bei Alltagsgeschäften und so weiter zum Einsatz. Das ist klar, das ist einfach Geld. Und Goldduck. Der Goldduck ist die einzige Münze, die im Dürfer geprägt wird. Auf diesen Münzen sind die Gesichter historischer Ducks abgebildet, wenngleich die meisten von ihnen das Gesicht von Admet Hadret zeigen, dem ersten Duck. Mhm. Alles klar, dann mach jetzt auch Gebrauch davon. Okay, das Menü sieht schon mal ein bisschen anders aus. Gruppenlager und persönliches Inventar. Nach Verkaufs... Ach so, sortieren können wir. So, das ist ein normales Kleidungsstück, oder? Ja. Ne, ich hätte erstmal gern die Waffe. Also die Akkubuse probiert. Kann ja später immer noch zur Balliste umschalten. I suggest you deal with them quickly. Die Piraten vom Todesfeuer sind berüchtigt. Ich schlage vor, dass sie sich schnell um sie kümmern. Also ja, wir haben die Akkubuse. Wir haben Bindung. Ach, das kostet eine Bindung. Und Bindung kriegen wir wahrscheinlich... Ja, gezielter Schuss können wir auch aktivieren.
Und Gesicht des Todesboten, ja, gut. Jetzt aber erst einmal Spiel speichern. Und zwar LP Anfang, wie immer. Speichern. So. Und dann machen wir jetzt erstmal hier einen Cut. Ich hoffe... Pause, damit Edda nicht wieder reinquatscht. Ich hoffe, dass ihr euch genauso sehr freut auf dieses Let's Play wie ich. Ich muss das jetzt gucken, wie ich das hinkriege, weil wir haben Pillars of Eternity 1 am Laufen. Wir haben noch zwei andere Projekte am Laufen. Vielleicht muss ich irgendwas noch mal pausieren. Aber das sehen wir dann. Also, ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Bis gleich.